Der Flusslauf der Ruhe durchzieht nordwestlich von Jülich Richtung niederländische Grenze eine weite Talebene, die Ruhrniederung. Die ausgedehnten feuchten Grünflächen dienen einem Wanderschäfer als Überwinterungsmöglichkeit für seine Herde. Auf den sauren und versumpften Wiesen lohnte früher der Ackerbau nicht. Die Viehwirtschaft blieb eine der wenigen landwirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeiten. Ein Nebenerwerb war daher für die meist kleinbäuerliche Bevölkerung lebensnotwendig. Die Herstellung von Holzschuhen, besonders aber die Korbflechterei, entwickelten sich zu sicheren Erwerbszweigen. Die Triebe der Kopfweiden, der Schneuköpp, boten das Material für Körbe. Die Pappeln lieferten das Holz für die Holzschuhe. Weiden und Pappeln fanden auf dem feuchten Lehmboden ideale Wachstumsbedingungen. Korbweiden wurden und werden auch in Kulturen gezogen. Die Korbweidenzucht der Ruhrniederung war seit Mitte des 19. Jahrhunderts von überregionaler Bedeutung. Korbflechter, Landwirte und Gemeinden bauten Weiden für den Verkauf an. An schneefreien Januartagen läuft die Weidenernte auf Hochtouren. Da die Erntezeit nur kurz ist, werden viele Helfer gebraucht. Von Mitte November, also nach dem Laubabfall, bis Ende Februar, befinden sich die Pflanzen in Saftruhe. Nur wenn in dieser Zeitspanne geerntet wird, nehmen die dicht über dem Erdboden geschnittenen Wurzelstöcke keinen Schaden. Bei wärmeren Frühjahrstemperaturen treiben sie dann erneut wieder aus. Zum Schneiden verwendet man die Weidenhippe, die Weetse Hief, wie sie an der unteren Ruhr heißt. Nur die rechtwinklig abgebogene Schneide ist scharf geschliffen. Der lange Griff der Weidenhippe erleichtert das dichte Abschneiden der Weiden über dem Boden. Dies ergibt möglichst lange Ruten. Die Wurzelstöcke bleiben klein. Durch kräftigen Hieb und gleichzeitigen Zug zum Körper schneiden die Männer die gegriffenen Weiden. Bei starken Ruten müssen sie mehrmals zuschlagen. Die Helfer haben sich so aufgestellt, dass jeder zwei Reihen im Wechsel abernten kann. Nach Bedarf schärfen die Schnitter die Weidenhippe mit dem Schlipstehen. Die kurzen Wurzelstöcke erleichtern nicht nur die Begehbarkeit der Kultur, auch Schädlinge haben weniger Möglichkeiten, sich einzunisten. Bevorzugtes Schuhwerk bei dieser Arbeit sind die Holzschuhe. Sie verringern die Verletzungsgefahr. Die Schnitter schütteln vertrocknete Unkrautreste gründlich aus und legen dann die Weidenruten ab. Ja. So.
In die lange Lederschlaufe am Griff werden beim Schneiden einige Finger der rechten Hand geschoben. Dies erhöht die Zugkraft. Spezialisierte Schmiede am Ort stellten diese Weidenhippen her. Sie galten wegen ihrer langen Haltbarkeit als besonders gut. Mit 6 Helfern konnte an einem Tag ein Morgen Weiden geerntet werden. Für die ehemals 48 Morgen dieses Weidenzüchters waren demnach rund 8 Wochen zu veranschlagen. Für viele Helfer, besonders Holzschuhmacher und Kleinbauern, ein willkommener Nebenverdienst in den Wintermonaten. Der Einsatz der Weiden-Erntemaschine seit dem Zweiten Weltkrieg bedeutete eine wesentliche Erleichterung. In 6 Stunden konnte nun ein Morgen von nur 2 Personen geschnitten werden. Einem Maschinenführer und einem Helfer, der die Weiden gegen den Mähbalken drückte und abnahm. Noch dichter als mit der Hippe schneidet die Maschine die Weiden über dem Boden ab. Ein Eisengestell fängt die Ruten auf. Die Kulturen erntet man heute ausschließlich mit der Maschine. Das Handschneiden wird für die Filmaufnahmen noch einmal demonstriert. Dieser Holder-Einachsschlepper wurde in den 50er Jahren angeschafft. Nach Mitte der 70er Jahre kamen modernere Geräte auf den Markt. Ihre Leistung liegt mit Ein-Mann-Bedienung bei einem Morgen pro Stunde. Die geschnittenen Weiden zu bündeln ist ein eigener Arbeitsgang. Je nach Länge der Ruten wiegt ein Bund bis zu 25 Kilo. Der Schnitter schnürt den Bund mit 2 Weiden, den Beng. Ein Ende wird durch die vorbereitete Schlinge geschoben, festgezogen, gedreht und untergesteckt. Die Beng erfordern eine spezielle Vorbereitung. In sich gedreht, werden sie elastisch und bruchsicher. Nach dem Biegen der Schlaufe legt der Schnitter sie für das Bündeln zurecht. Insbesondere bei sehr langen Weidenfeldern müssen die Bunde zum Transport an den Rand getragen und aufgestellt werden. Dies erleichtert das Aufladen erheblich. Die Weidenbunde verkauft man nicht nach Gewicht, sondern nach Umfang. Als Richtmaß dient ein Umfang von 10 Handlängen. Von einem Morgen können rund 100 Bund geerntet werden. Es gibt viele Weidensorten für unterschiedliche Zwecke. Hier werden die Steinweide und die Belgisch-Rote geerntet. Sie finden als Bindeweide im Weinbau Verwendung. Gleich nach der Ernte werden sie in die Weinbaugebiete in der Pfalz und an der Mosel verschickt. Zur Korbherstellung geeignete Weiden, beispielsweise die Amerikanerweide, baut man heute kaum noch an. Mit dem Niedergang der Korbflechterei in der Ruhrniederung nach 1950 sind auch die Weidenkulturen selten geworden. Die Kulturen bei Luchtenberg gehören zu den letzten dieser Gegend.
Eine Kultur ist bei jährlicher Ernte 25 Jahre nutzbar. Dann wird sie abgebrannt und gerodet. Alte Kulturen haben trotz des niedrigen Schnittes schon sehr hohe Wurzelstöcke entwickelt. Das Bodenniveau einer älteren Kultur wird dadurch immer höher. Viele Weidenkulturen der Ruhrniederung sind jetzt wieder zu Grünland oder Ackerland geworden. Auch die Schneuköpp sind nur noch selten zu sehen. Das Holz der Pappeln wird heute vorwiegend von der Streichholz- und Papierindustrie aufgekauft. Auf der gegenüberliegenden Ruhrseite bei Unterbruch hat sich die Niederungslandschaft durch den nahen Braunkohletagebau stark verändert. Ständig sinkender Grundwasserspiegel macht auf den schweren Lehmböden heute auch Getreideanbau möglich. Auf dieser 8 Morgen großen Parzelle soll eine neue Weidenkultur entstehen. Der schwere Boden muss sehr sorgfältig vorbereitet werden. Erst dann kann man mit dem Einsetzen der Stecklinge beginnen. Die mühevolle Handarbeit ist nachgestellt. Heute werden dafür Traktor und Bodenfräse verwendet. Das sogenannte Rigolen des Bodens ist üblicherweise eine Spätherbst- bzw. Winterarbeit. So kann der Boden bis zum Setzen der Stecklinge noch einmal durchfrieren. In der Regel rigolt man 60 cm tief. Damit wird eine tiefgründige Auflockerung des Bodens, vor allem aber ein Austausch der Bodenschichten erreicht. Die unteren Lehmschichten kommen aus dem schmalen Graben nach oben. Der nährstoffreiche, humose Oberboden wird in den so entstandenen Graben geschaufelt. Auf diese Weise können die tief untergegrabenen Unkrautsamen und Wurzelunkräuter nicht mehr keimen. Darüber hinaus erreichen die Wurzeln der jungen Weidenstecklinge beim Anwachsen sofort die nährstoffreiche Bodenschicht. Der lockere Boden ermöglicht ihnen ein leichtes Eindringen ins Erdreich. Für die Stecklinge verwendet man die stärksten Weidenruten einer Ernte. Sie sind erst vor kurzem geschnitten worden. Früher wurden die Stecklinge mit der sogenannten Hauhief, dem Haumesser, von jeder Rute einzeln geschlagen. Eine Länge von ca. 20 cm ist ein übliches Maß. Eine Rute ergibt durchschnittlich 5 bis 7 Stecklinge. Mit dem Hebelmesser ist ein wesentlich schnelleres Arbeiten möglich. Das Eingraben lohnt sich, denn für die 8 Morgen große Parzelle sind jetzt 300.000 Stecklinge zu schneiden. Mit dem Hebelmesser können mehrere Ruten gleichzeitig abgelenkt werden. Die dünnen Spitzen eignen sich nicht zum Pflanzen. Auch die leicht angetrockneten unteren Enden gewährleisten kein sicheres Anwachsen. Die gleiche Lagerrichtung der Stecklinge ist für das spätere Einsetzen wichtig. Durch die Verwendung eines Hebelmessers kann man 12 Pflanzer laufend mit Stecklingen versorgen. Für die ordnungsgemäße Anlage einer Kultur und für eine rationelle Ernte ist das Pflanzen in geraden, parallelen Reihen notwendig.
Bis zum Ersten Weltkrieg waren Holzrechen als Reihenzieher üblich. Eine Pflanzleine dient als Richtschnur beim Ziehen der ersten Reihe. Ein bisschen mehr nach rechts. Gut! Halt! Gut! Durch die Zinken des Rechens ist ein Reihenabstand von 50 cm vorgegeben. Dieser Abstand ermöglicht später die notwendige Pflege der Kultur. Die Stecklinge werden üblicherweise im März geschnitten und eingesetzt. Dann haben die Schulkinder Osterferien und es stehen genügend Arbeitskräfte zur Verfügung. Die Helfer treten die Stecklinge mit dem Fuß in den Boden. Eine Lederbandage schützt die rechte Hand beim Setzen. Alle Stecklinge liegen mit der Unterseite in eine Richtung. Nur richtig herum eingesetzte Stecklinge wachsen an. Denn die Weiden bilden lediglich an ihrer Unterseite die notwendigen Wurzelchen. Die Blattknospen, die sogenannten Augen, müssen also beim Einsetzen immer nach oben zeigen. Die Bezahlung der anstrengenden Arbeit erfolgt nach Reihen, nicht nach Zeit. 3 Stecklinge machen ungefähr eine Fußlänge aus. Der beabsichtigte dichte Wuchs verhindert später, dass die Weiden unerwünschte Verästelungen bilden können. Rigolen, Glätten, Reihen ziehen und Setzen der Stecklinge nehmen 2 bis 3 Wochen in Anspruch. Die im März gesetzten Stecklinge haben jetzt, Mitte Juni, die Hälfte ihrer späteren Länge erreicht. Diesen ersten Wuchs nennt man Schuss oder Jungfernholz. Die Stecklinge haben noch keine Wurzeln gebildet. Nur der Pflanzling gibt die Kraft zum Treiben. Jetzt ist intensive Pflege besonders wichtig. Das Unkraut hat zwischen den Weiden noch viel Luft, um sich auszubreiten. Quecken und Disteln erschweren die Bewurzelung. Acker- und Zaunweide sowie die Weidenseide, auch Weidenwürger genannt, lassen sich als Schmarotzer an den Weiden nieder. Zwei- bis dreimal muss eine Kultur im ersten Aufwuchsjahr durchgehackt werden. Gehackt wird sowohl zwischen den Reihen als auch zwischen den Einzelpflanzen. Der Boden wird auf diese Weise gelockert. Luft, Licht und Feuchtigkeit können besser eindringen.
Ertrag und Lebensdauer einer Kultur hängen von der richtigen Pflege ab. Nach 2 Jahren wachsen die Ruten so stark, dass die Verunkrautung nachlässt und die Pflegearbeiten reduziert werden können. Das Wachstum der Triebe ist im August beendet. Auch bei älteren Kulturen ist eine ständige Kontrolle notwendig. Von den tierischen Schädlingen ist besonders der Weidenrüssler gefürchtet. Wird er nicht rechtzeitig erkannt und bekämpft, befällt er die Rutenspitzen. Die Weiden bilden dann unerwünschte Verästelungen. In wenigen Monaten kann auch hier wieder die alljährliche Weidenernte beginnen.